Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Wieder eine Runde mit dem ja, Zocker Dude. Dude, du, 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 Dude. Du, Dude. Und ja, wo sind wir denn? Wir sind Inselparadies. Finde ich gut. Guam Island. Wieder werde ich mit einem Bomber kommen, aber dann mit. Nee, mit dem. Mit dem zuerst. Finde ich besser. Okay. Abrahabor. Eine Spitfire. Okay. Wieso sind da schon. Ach so, da ist Fliegenflugzeug. Ist auch gut. Man dann nicht sieht. Unter mir alles weiß. Ich kling mich eher ab von den Feinden und werde diesmal auf die Bodeneinheiten gehen. Die sind nämlich weit am Rand und da habe ich meistens geringe Probleme. Wenn einer mal kommt, dann ja gut. Ich hoffe dann natürlich, dass ich Unterstützung bekomme. Jetzt habe ich auf H gedrückt, auch gut. Für die Bremsklappen, die nicht existieren. Er fliegt da wieder mit seiner Spitfire, wo ich nicht weiß, welche er wieder hat. Vermutlich die zweite, die B1 oder 1B. Spitfire MK1B müsste es sein. Oder 1A? Ich weiß es gerade nicht. 1A, ich weiß die 2B. Die 2B habe ich. Ach, guck, ich habe die 2A auch. Boah. Ich weiß es nicht. Tut mir leid gerade, dass ich das nicht weiß. So. Oder? Da ist eine Basis. Ich könnte meine Bomben alle abwerfen. Och man, die AR2. Was macht der denn? Der lockt gerade die Jagd-9 zu mir. Die macht wahrscheinlich wieder One-Hit und dann. Dann bin ich tot. Ich kenne das doch. Ja, da kommt er doch schon, aber ein Taifun ist da. Sehr schön, hat er ihn gemacht. Ja, die Jagd 9T, das war wieder dieser One-Hit-Kill-Penner. Also so ein Flieger mit einer One-Hit-Knarre. Da finde ich, haben die Russen schon ein gutes Flugzeug. Die Jagd 9, die kann was. Batmanus. Alles klar. Batmanus kommt. Der greift die Schiffe an. Kann man auch mal machen. Ah. Er ist mir zur Unterstützung gekommen. Solange er mich nicht rammt, das ist schon oft genug passiert. Deswegen brauche ich nicht unbedingt. Mal gucken, ob der trifft. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ich habe ein bisschen Angst, wenn er über mir herfliegt. Ein T-34. Das kann man klar erkennen. Ganz viele T-34er. 3 Stück. 4 Stück. 5 Stück. Hoppala. Oh! Schon wieder zu weit nach vorne. Das machen wir aber nochmal besser. Los, jetzt aber.
Herrgott Sakrament. Kruzifix. Alter, wie langsam mein Schatten da unten gerade auf dem Boden ist. Ja, okay, ich bin auch gerade sehr langsam gewesen. Oh, Motor kurz runterfahren. Das wird aber ein Treffer. Jawohl, voll auf den Motor geknallt. Ein noch. Die Junkers macht es jetzt auch. Die wirft auch einen kaputt. Komm schon. Oder auch nicht. Boah. Ja, wird sich auch wahrscheinlich wundern, warum ich wieder so einen Flieger habe. Wie sieht's denn aus? Scheiße. Wahrscheinlich hat er einen Gutschein dafür eingesetzt. Ja, hat er. Was war das denn? P38. Ah, eine Lightning. Eine Lightning ist immer... Die hauen rein. Die haben auch so eine starke Kanone vorne dran. So, jetzt kommt der Stärkere. Und dann machen wir's. Stärkere Bombenlast hat er ja auch. Also von daher sollte das ganz gut klappen. Wo ist er denn? Unser Kollege hier. Ist er schon tot? Nee, er hat einen Flieger. Ist aber sehr weit unten, muss ich sagen. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich gehe weiterhin auf die Panzer. War ja keine schlechte Idee. Da hinten ist er. Nur, er verfolgt eine Biofighter. Kann er machen. Müsste er schaffen. Oh. Der hat gut eingeparkt dort, muss ich sagen. Okay, es sind noch 1, 2, 3, 4. 4. Jede Bombe ein Treffer, sagt er. Machen wir. Ich weiß, das wird so in die Hose gehen. Oder die die BF-109 macht jetzt ein. Das ist die Emil. Augenscheinlich sieht es aus wie die Emil 3 oder die 4er. Es ist eine Emil, weil da schon mal das E steht. Es ist die Emil, die 3er. Ach ja, die Messerschmitt. Die Messerschmitt waren gute Flieger. Die waren sehr stark. Allzweckjäger waren immer gut zu gebrauchen. Ach, come on. Ich höre schon wieder ein. Und wieder eine Jack. Diese Russen, ey. Überall diese Russen. Die Russen kommen. Ich will aber noch meine Bomben abwerfen hier alle. Oh. Einer ist noch da. Letzter. Er fliegt, wer fliegt? Alles klar. Er fährt sehr komisch. Hat nicht geklappt mit dem Bombendrop. Bombendrop! Ich höre schon wieder das Flugzeug. Hinter mir. Der Flieger ist aber nicht sehr wendig, das muss ich sagen. Ja, das wird in die Hose gehen. Oh mein Gott. Das wird in die Hose gehen.
Alter! Ist der bescheuert? Schießt der Penner auf mich? Ja, gut. Alles ruhig. DB7, komm. Hat keiner gesehen, dass ich da so geparkt habe. So, wie sieht's denn aus? Zwei Gegner sind schon mal komplett raus. Bei uns ist noch keiner komplett rausgegangen. Ist gut. Zwei Panzer sind noch da, das ist gut. Die müssen zerstört werden. Auf beiden Seiten ist einer, ne? Ne, doch nicht. Da sind beide, oder? Ich sehe nur einen. Irgendwo muss noch ein Panzer sein. Ach, da. Er ist gerade noch dazugekommen. Die müssen beide zerstört werden. Ich glaube, einen macht der. Ja. Dann will ich den Rest machen. Oder hier dieser, die zwei BF-Typen, die machen jetzt einen. Wer draufschießen bringt. Der hat eine Bombe geworfen. Ich wollte schon sagen, hat er den gerade durch Schüsse, durch Abschießen zerstört. Aber nee, hat er nicht. Alter, ich dachte schon, das wäre ein bisschen krass, muss ich sagen. Vor mir sind Map, auf der Map sind T-34 Panzer. Das macht auch voll viel Sinn, weil wir irgendwo im Pazifik sind. Gewesen sind. Ja. Habe ich wieder einiges hier erforscht. Finde ich in Ordnung. Mache ich erstmal die ganze Bewaffnung. Ein höher. Und die Geschwindigkeit werde ich wohl mal ausbessern. Bei dem habe ich... Ja gut, das habe ich gemacht. Werde ich hier auch so machen. Und hier das. Ebenfalls auf Geschwindigkeit setzen. So. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von War Thunder wieder. Tschüss.